Hallo meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen alle Zwillinge, Wagen und Wassermänner für euer Reading aus dem Tarot für die zweite Maihälfte. Ja, meine Lieben, gleich vorneweg, es ist ein sehr, sehr spirituelles Reading für euch heute gefallen sozusagen. Du könntest dich momentan wirklich sehr mit deiner göttlichen Führung beschäftigen, mit Zeichen aus der geistigen Welt, mit Hinweisen, die du in deinem Inneren wahrnimmst und dich immer wieder fragst, ist das wirklich die Führung meiner göttlichen Helfer sozusagen, ja, die ich hier wahrnehme? Und kann ich mich darauf verlassen, dass das, was jetzt in meinem Leben geschieht, auch wirklich Sinn macht? Ja, so nehme ich es wahr. Denn in vielen Readings jetzt in den ganzen letzten Wochen und Monaten ging es ja immer wieder um Transformation und Loslassen. Ich möchte heute da ein, zwei Minuten was dazu sagen, weil in den Kommentaren lese ich manchmal, ja, Uli, auf deinem Kanal, da fällt ja immer die gleiche Energie. Also wer mich jetzt schon lange verfolgt und kennt, der weiß, dass ich immer genau das wiedergebe, was ich empfange. Und für vor jedem Reading frage ich ja explizit nach den Botschaften und Impulsen, die jetzt ins Kollektiv kommen sollen, einfach für die Menschen, die mit mir, meiner Arbeit in Resonanz gehen. Und bereits seit letztem Jahr zeichnet es sich eben ab, ja, dass eine große Transformationswelle im Kollektiv herrscht. Und es geht nun mal darum, ja, sich aus Situationen zu lösen, die dem eigenen Selbstwertgefühl und der eigenen Authentizität abträglich sind. Und ich würde mich ehrlich gesagt eher wundern, wenn ich alle zwei Wochen komplett andere Energien empfangen würde. Ja, denn so eine Energie im Kollektiv, die ist ja nicht schnelllebig, ja. Und es geht eben gerade jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit, die letzten zwei Monate, wenn wir mal anschauen, extremst darum, dass Menschen noch mehr erkennen, wo lebe ich nicht mein authentisches Selbst, ja, welche Verhaltensweisen, welche Verbindungen, welche Beziehungen darf ich verlassen, um noch mehr auf meinen eigenen Weg und auch auf meinen Seelenweg zu kommen. Und deswegen geht es heute in diesem Reading auch wieder um dieses Thema Transformation, Loslassen und vielleicht auch um diesen Glauben daran, dass das, was aktuell in deinem Leben geschieht, wirklich richtig und wichtig für dich ist. Kurzer Exkurs in die Seelenpartnerschaften. Ich möchte euch kurz mal die Unterseiten der Decks zeigen. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, aber wir haben im Crystal Vision Tarot, das ist das Deck, was ich für die Klärungskarten verwendet habe, die Two of Cups, die zwei Kelche, ja, eine der Seelenpartnerkarten im Deck. Und im Rider-Waite Tarot liegt unten das Ass der Kelche. Also nur so viel dazu, wenn du dich in einer Seelenpartnerverbindung befindest, könnte das Reading besonders stimmig sein. Es ist aber nicht jetzt speziell darauf ausgerichtet. Ich versuche es schon mit meiner Deutung allgemein zu halten, ja, und alle Lebensbereiche anzusprechen. Gut, ich habe die Legung gemacht. Wie gesagt, aus dem Rider-Waite Tarot die Hauptlegung, die Karten seht ihr schon aufgedeckt. Aus dem Crystal Vision die Klärungskarten seht ihr noch umgedreht. Ich habe meine Meditation wie immer über der Legung gemacht und möchte euch jetzt im Folgenden wiedergeben, was ich für euch empfangen durfte. Ich fragte also nach der Energie, die euch zur Verfügung steht in den kommenden zwei Wochen. Bitte macht es nicht so sehr an der Zeit fest, ja. Das kann alles durchaus schon passiert sein in deinem Leben. Um zwei, drei, vier Wochen kann man das nicht so festlegen. Ich frage zwar nach einem Zeitpunkt jetzt oder nach einem Zeitraum, aber wenn du intuitiv wahrnimmst, ja, das ist ja eigentlich genau das, was ich schon vor zwei Wochen erlebt habe, dann spür in dich hinein, wenn du damit in Resonanz gehst, ist es deine Botschaft. Solltest du schon nach ein paar Minuten merken, dass diese Legung diesmal nichts für dich ist, dann schau dir gerne noch die Legung von deinem Aszendenten oder deinem Mondzeichen an, falls dieses Zeichen einer anderen Elementegruppe entspricht. So, meine Lieben, jetzt lege ich aber los. Auf zentrale Mittelposition wollten gleich zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck springen während des Missions, und zwar die Mäßigkeit und die zwei Münzen. Die Mäßigkeit ist eine wunderschöne, sehr spirituelle Karte. Ich sehe diese Karte für deinen Schutzengel. Ja, das ist ein Teil deiner göttlichen Führung. Es ist eine göttliche Energie,
die dir immer wieder dazu rät, ja, in allen Situationen deines Lebens für Ausgleich zu schaffen. Du siehst hier diesen Engel, der die beiden Kelche in der Hand hat und er balanciert hier so Flüssigkeiten aus. Ja, er schüttet hier Wasser von einem Kelch in den anderen, um hier ein Gleichmaß zu finden. Dafür steht die Karte. Gleichmaß, Balance, Gleichgewicht. Vertrauen darauf, dass sich immer wieder im Leben alles ausgleicht. Ja? Und sehr schön passend dazu die zwei Münzen. Auch dieser Mann hier sucht nach Ausgleich, allerdings findet er den noch nicht wirklich. Ja? Er jongliert hier diese Münzen hin und her und ist sich noch nicht ganz sicher, wo er seinen Frieden findet, sozusagen, ja, wie er sich entscheiden soll in einer bestimmten Situation. Oder er ist sich auch nicht sicher, ob seine Wahrnehmung stimmt. Und ich sage euch, wie ich das wahrgenommen habe. Vielleicht erhalten einige von euch in letzter Zeit besonders viele Zeichen ihrer göttlichen Führung. Das können Träume sein, ja, das können Autokennzeichen mit bestimmten Initialen sein, das können Doppelzahlen sein. Und intuitiv weißt du auch, das könnte mir etwas zu sagen haben. Aber vielleicht schaltest du dann immer wieder deinen Verstand ein und hinterfragst das Ganze. Ja, bist dir also nicht sicher, ist das wirklich ein Impuls meiner göttlichen Führung oder nicht? Was ich weiterhin wahrnehme, ist, dass du dich vielleicht fragst, ob das, was aktuell in deinem Leben passiert, tatsächlich der göttlichen Ordnung entspricht, ob das also alles genauso geführt ist, wie es passiert. Ja, denn wir haben hier gleich noch den Hierophant, ja, ich greife schon mal ein bisschen vor und der Hierophant, auch eine sehr spirituelle Karte im Tarot, der steht ja für das Gottvertrauen und ich habe so das Gefühl, dass du momentan ein bisschen schwankend bist, dass du auf der einen Seite glaubst, das was in deinem Leben passiert, kann niemals göttlich so gewollt sein, ja, also das heißt, du hast Zweifel daran, aber auf der anderen Seite bietet dir dieser Glauben daran, dass alles in deinem Leben schon seine göttliche Richtigkeit hat, auch sehr großen Halt. Das nehme ich wahr als Gesamtenergie. Ich werde dann ruhig nochmal drauf zurückkommen, weil es ist vom ganzen Reading, von den ganzen Botschaften, die hier übermittelt werden möchten, nicht ganz so einfach heute zu erklären. Die Karten sind nicht ganz so aussagekräftig per se. Ich habe viele zusätzliche Impulse erhalten, die ich euch gerne wiedergeben möchte. Wenn ich jetzt in deine Vergangenheit schaue, ja, aus welcher Energie kommst du jetzt vielleicht aus den letzten Tagen, natürlich auch nochmal im Hinblick auf diesen gewaltigen Vollmond im Skorpion. Da hat sich bei dir eventuell etwas Schicksalhaftes ereignet. Das Rad des Schicksals, ja, das zeigt, dass etwas geschehen sein könnte, womit du nicht gerechnet hast, ja, oder etwas, was dir einen, ich möchte fast sagen, Weckruf erteilt hat, denn ich habe um eine Klärungskarte gebeten und hier fallen die vier Münzen und die vier Münzen stehen für das Festhalten, ja, im Rider-Waite-Tarot ist es die Karte, wo der Mann seine vier Münzen umklammert, ja, auf zwei Städter mit seinen Füßen, dann hat er eine in der Hand, ja, eine ist noch auf seinem Kopf. Und was ich dazu wahrnehme, es könnte sein, dass etwas geschehen ist in deinem Leben, was dir deutlich gezeigt hat, wie sehr du vielleicht noch an jemandem oder an etwas Bestimmtem festhältst. Also das spüre ich. Was ich weiterhin wahrnehme, wie gesagt, such das für dich heraus, womit du in Resonanz gehst. Was ich weiterhin wahrnehme, ist, dass es sein kann, dass du aus einer Situation, aus der du dich im Moment noch nicht lösen kannst, hoffst, dass sich etwas Schicksalhaftes ereignet, was dann die Situation auf einen Schlag komplett verändert. Ja, also das wäre auch möglich, dass dir vielleicht jetzt im Zuge dieser Vollmondenergie wirklich bewusst geworden ist, hier muss was passieren, ich kann nicht länger so weitermachen, ich muss etwas loslassen und wenn irgendwas Schicksalhaftes geschieht, dass dem so ist, dann wäre ich froh. Also beide Deutungsmöglichkeiten erschienen mir da in der Meditation eigentlich gleichwertig präsent.
Wenn ich dann frage, wie entwickelt sich die Situation weiter in Richtung des kommenden Neumondes? Wir haben ja am 22.05. einen Neumond im Zeichen des Zwillings. Und hier nehme ich die Energie genauso wahr, wie sie hier gefallen ist. Ja? Luftzeichen-Energie, ja, vielleicht betrifft es dich besonders gut, wenn du Sternzeichen-Zwilling bist, ist ja dieses Abwägen. Ja, der Zwilling, der hat manchmal so in sich selber zwei Seiten. Auf der einen Seite weiß er schon, wo er hin möchte, auf der anderen Seite hält ihn noch was zurück, ja. Und das nehme ich so wahr. Und jetzt fällt hier der Hierophant zu diesem Neumond sozusagen. Und da habe ich ganz stark wahrgenommen, dass du wirklich um göttliche Führung bittest. Ich fühle, dass du dir wünschst, dass eine Situation, in der du vielleicht schon lange festhängst, durch eine göttliche Fügung verändert wird. Das spüre ich. Und was immer da passiert, ich habe das Gefühl, du hoffst, dass sich dadurch die Situation einfach bereinigt. Vielleicht kennst du das, manchmal steckt man in einer Sackgasse, so, und es geht nicht vor und nicht zurück. Dann hofft man, dass irgendetwas geschieht, Hauptsache die Situation ändert sich, ja. Manchmal ist man so festgefahren oder die Umstände sind so festgefahren, dass man dann auch in Kauf nimmt, dass sich das Ganze sogar erstmal zum Negativen verändert, aber Hauptsache es verändert sich, ja, weil man den Zustand des Stillstandes nicht aushält. Und ich habe auch hier um eine Klärungskarte gebeten und da fällt der Teufel. Und das ist jetzt schon krasse Energie, das ist im Prinzip Gott und der Teufel, ja, das sind die beiden widerstreitenden Mächte. Und da nehme ich wahr und wie gesagt, das ist ein gewaltiges Reading, das hier für euch gefallen ist. Du hast noch eine Situation im Leben, wo du wirklich Anhaftungen spürst, wo du vielleicht in einer toxischen Situation gefangen bist, ja, wo du dich in einer ungesunden Abhängigkeit befindest und du hoffst so sehr, dass die göttliche Führung eingreift, um dich da rauszuholen. So nehme ich das wahr. Und es könnte dir zu diesem Zwilling-Neumond sehr, sehr, sehr bewusst werden. Ja? Und vielleicht auch dann mit der Erkenntnis, dass eigentlich du selbst ein großes Stück dazu beitragen kannst, um die Situation zu klären. Denn wenn wir uns in einer ungesunden Abhängigkeit befinden, können wir natürlich darauf hoffen, dass von außen etwas passiert, was mit einem Schlag alles verändert. Aber letztendlich können wir auch um die Hilfe unserer göttlichen Führer, unserer göttlichen Helfer bitten, um uns selbst dabei zu unterstützen, diese Situation zu lösen. Und das erscheint mir hier ganz wichtig für dich, ja, dass du erkennst, wer oder was ist der Teufel in deinem Leben. Und es kann alles Mögliche sein, ja. Das kann eine Partnerschaft sein, die dich nicht mehr erfüllt. Es kann im Seelenpartnerprozess die Anhaftung an deinen Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin sein. Obwohl du weißt, dass du einen Zyklus beenden müsstest, dass du einen Schlusspunkt setzen müsstest hinter ein Kapitel, damit Transformation passiert. Das können aber auch ungesunde Verhaltensmuster sein, Suchterkrankungen. Es kann ein Job sein, der dich nicht befriedigt, den du aber hauptsächlich aus finanziellen Aspekten noch tust. Ja? All das ist möglich. Und hier möchte dir deine göttliche Führung im Prinzip helfen, diese Situation zu transformieren, ja? Um dann auch in diese, ich habe es vorhin so ausgedrückt, gemäßigte Energie, in deinen inneren Frieden zu finden, den du meinem Empfinden nach in dieser Situation nicht hast. Ja? Und jetzt kommt wieder was Erstaunliches. Das ist immer, wenn zweimal die gleichen Karten fallen. Es ist für mich schon sehr, sehr gewichtig, die Aussage. Ich fragte an der Stelle, wie entwickelt sich die Energie für dich weiter in Richtung Juni dann schon oder Ende Mai? Und da fällt der Gehängte. Das ist ja jetzt genau diese Energie, die diesen Zustand beschreibt, dass du dich noch nicht für etwas entscheiden kannst oder eben noch an irgendetwas festhältst. Und das passt ja gut auch zu dieser Hauptenergie. Denn solange dieser Mann hier seine Münzen immer wieder hin und her jongliert, ja, und vielleicht auch aus der Angst heraus die falsche Entscheidung zu treffen, gar keine Entscheidung trifft, befindet er sich
im Zustand des Gehängten. Und ich habe es gerade schon gesagt, es fiel zur Klärung genau die gleiche Karte aus dem anderen Deck. Und das ist für mich schon immer ein deutlicher Hinweis, dass diese Energie wirklich gewichtig ist hier in diesem Reading. Denn ihr müsst bedenken, beide Tarot-Decks haben 78 Karten. Und wenn dann zur Klärung von einer Karte genau die gleiche aus dem anderen Deck springen mag, dann ist das ein deutlicher Hinweis. Das Positive am Gehängten, ich erwähne das immer wieder, weil es eben auch wichtig ist, es gibt ja immer wieder auch neue Zuschauer auf meinem Kanal. Wenn du hier guckst, ja, der Gehängte hat dieses helle Licht um seinen Kopf. Dieser Lichtkreis bedeutet Erleuchtung und Erkenntnis. Ich nehme damit wahr, dass dieser Zustand des Gehängten, in dem du dich befindest, sich ändern wird. Durch etwas, was geschieht, dazu komme ich gleich, ja, wird Erkenntnis in dich einkehren und dir wird noch mal mehr bewusst, wie wichtig es für dich ist, aus dieser, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, teuflischen Situation herauszutreten. Ich bringe ja diese Position dann immer noch mit dieser hier oben in Verbindung, weil ich auch da oben noch mal frage, wie entwickelt sich die Energie weiter, und dann wird es vielleicht noch viel verständlicher für dich. Ja, jetzt kommt nämlich was, was hier einfach Bewegung in das Reading bringt. Ich frage ja an der Stelle, was kommt im Außen auf dich zu, und da fallen die 10 Schwerter. Mein erster Impuls war, jemand anderes beendet etwas. Also, das kann jetzt bedeuten, wenn du in dieser Stagnation bist und darauf hoffst, dass irgendetwas im Außen geschieht, was die Situation verändert, dann kann dein Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen und es kann jemand anderer von außen sozusagen in irgendeinem Bereich deines Lebens einen Schlussstrich ziehen. Also beispielsweise, vielleicht nehme ich gleich die Klärungskarte dazu, dann wird es vielleicht deutlicher. Hier fällt nämlich der Eremit. Beispielsweise eine Beziehung wird beendet von deinem Partner. Ja, der geht absolut in den Rückzug, der sagt, so möchte ich nicht mehr weitermachen. Oder aber eine Jobsituation. Ja, du merkst, der Job wird dir gekündigt, du verlierst den Job, irgendetwas passiert. Oder auch in einer Wunschpartnerschaft, ja, könnte sich dein Wunschpartner so sehr zurückziehen, dass du vielleicht den Gedanken hast, hier muss ich jetzt einen Schlusspunkt setzen, weil mir das wehtut. Und das ist schon eine gewaltige Energie, die 10 Schwerter und der Eremit. Denn die 10 Schwerter, die 10er-Karten im Tarot, die stehen immer für ein Ende. Genau das, was ich hier wahrgenommen habe mit dem Teufel, ja, dass du Zeichen erhältst von deiner göttlichen Führung, immer wieder darauf hingewiesen wird, es gibt etwas in deinem Leben, das darf nicht so weitergehen, weil es deinen Seelenfrieden blockiert, so nehme ich es wahr, und dich auch daran hindert, letztlich auf deiner spirituellen Entwicklungsreise voranzukommen. Und wenn hier zum Beispiel jemand etwas beendet für dich, dann könnte diese Energie, wenn es für dich stimmiger ist, auch für dich gefallen sein, dass es dich letztendlich in den Rückzug und die Innenschau zwingt, gewissermaßen. Denn der Eremit ist ja von der Energie her gar nicht so fremd dem Gehängten. Denn auch beim Eremit geht es darum, dass er sich eine Auszeit nimmt, ähnlich wie der Gehängte, aber freiwillig. Der Gehängte, der ist sozusagen aufgrund von Umständen oder auch aufgrund seiner eigenen Entscheidungsunfähigkeit doch eher in einer gezwungenen Stillstandsphase. Der Eremit jedoch, der entscheidet sich ganz klar selbst dafür, eine Zeit lang vom Geschehen der Welt zurückzutreten, um dann wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Und wenn du dich in einem Bereich deines Lebens, hier gemäß dem Teufel, noch in einer Abhängigkeit befindest, ja, oder irgendwo ein ungesundes, toxisches Verhaltensmuster auslebst, dann könnte es durchaus sein, dass hier sozusagen ganz deutlich die Erkenntnis gewonnen wird, dass es für dich jetzt darum geht, bestens dafür zu sorgen, dass du mit dir in diesen inneren Frieden gelangst, ja? Und dein Schutzengel ist dabei an deiner Seite.
Stell dir das auch immer wieder vor. Ja, vielleicht magst du da abends vorm Einschlafen einfach mal darum bitten, dass sich dein Schutzengel zeigt. Das gelingt vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber viele Menschen berichten, wenn du diesen Wunsch vielleicht auch 5 oder 6 Mal abends vorm Einschlafen wirklich aussprichst an deinen Schutzengel. Das heißt, bitte zeig dich mir im Traum, ja, komm an meine Seite. Vielleicht verrätst du mir auch, wie du aussiehst oder wie du heißt, dass da wirklich wundervolle Botschaften übermittelt werden, ja. Also das rate ich dir sehr, denn die göttliche Führung ist hier äußerst präsent in diesem Reading und möchte auch, dass du ihr vertraust. Ja, dann habe ich hier nach deinen Hoffnungen oder Ängsten gefragt und da fällt das Ass der Münzen. Das ist eine tolle Karte für deine Hoffnung, denn ich spüre, dass du hoffst. Alles, was du jetzt entscheidest oder mit allem, mit dem du jetzt umgehen musst, fertig werden musst, aus deiner Selbstwertschätzung heraus tust. Wenn du dir deines Wertes bewusst bist, ja, wenn du wirklich verinnerlicht hast, dass du ein Geschenk bist, denn dafür reicht dir sozusagen Gott hier diese Münze. Ja, das ist ein goldener Taler aus der Hand Gottes, der sagt, schau mal, du bist Gold, das bist du wert. Und die Asskarten im Tarot sind Chancen. Das heißt, du siehst diese Situation schon als das, was sie ist, nämlich, dass sie dir jetzt die Gelegenheit gibt, zu deinem Wert zu stehen, deinen Wert zu verteidigen, ja, und alles, was du tust, aus der Selbstliebe heraus zu tun. Wir schauen uns mal die Klärungskarte an und hier fallen die 3 Stäbe. Das ist eine wunderschöne Karte, die steht nämlich für einen Neubeginn. Ja, du siehst hier diesen Weg auf der Karte, der neue Weg, der sich für dich eröffnet. Und im Rider-Waite-Tarot finde ich das so schön illustriert. Da sieht man ja diesen Mann von hinten, der in die Ferne guckt, der sich auf einen neuen Weg macht. Und dieser Weg inkludiert, dass das Alte zurückgelassen wird. Und das nehme ich hier wieder für den Teufel wahr. Ja? Also der Teufel darf sozusagen sterben, im übertragenen Sinn jetzt in der Tarotsprache gesprochen. Der Teufel darf dein Energiefeld verlassen. Und das schaffst du nur, wenn du dir deines Wertes bewusst bist. Ja? Denn ich nehme schon so ein bisschen auch Ängste wahr, die dich hier noch blockieren können. Dazu komme ich gleich noch, auch mit den 4 Münzen hier oben, dass du an etwas festhältst, auch aus der Angst heraus. Was passiert denn, wenn ich loslasse? Ja? Was ist denn dann? Was macht es mit mir? Was macht es in meinem Leben? Was macht es für die Zukunft? Und deswegen finde ich das besonders schön, dass das hier in deine Hoffnungen fällt. Denn in deiner Hoffnung siehst du bereits einen neuen Weg vor dir und du weißt, dass wenn es dir jetzt gelingt, diesen Teufel in Anführungszeichen zu besiegen, du dich auch ein gewaltiges Stück weiterentwickelst. Ja? Vor allem in deiner Selbstwertschätzung. Denn das, was es hier hinter dich zu lassen gilt, scheint dein Selbstwertgefühl immer wieder zu hinterfragen, ja, und scheint dir selbst auch immer wieder dieses Gefühl zu geben, nicht wertvoll zu sein oder nicht wertschätzend behandelt zu werden. So nehme ich das wahr. Ja, dann habe ich ja hier oben jetzt nochmal gefragt, wie sich die Energie für dich weiterentwickelt Ende Mai und dann schon in Richtung Juni. Und ich bringe diese Positionen ja hier immer in Zusammenhang. Jetzt fielen hier die 8 Schwerter. Und das ist eine Karte, die zeigt eine Frau, die auf den ersten Blick gefangen ist. Ja? Du siehst, die hat hier eine Augenbinde dran, die ist gefesselt. Aber wenn du mal den zweiten Blick walten lässt, dann siehst du, sie hat keine Fußfesseln. Und sie steht auch nur in einem Halbkreis aus Schwerter. Das heißt, wenn sie möchte, könnte sie nach vorne aus dem Schwertkreis heraustreten und könnte dann um Hilfe bitten, sie zu befreien. Ja? Ist ein bisschen ähnlich hier der Energie des Gehängten. Ja? Also du scheinst noch in einer gewissen Anhaftung an etwas festzuhängen, auch Ende des Monats. Und als Klärungskarten, wunderschön, wollte nochmal der Hierophant fallen. Also du hast den Hierophanten 2-mal in deiner Legung. Deswegen sagte ich, so spirituell. Und hier
empfange ich wieder, vor allem in der Meditation, war ganz deutlich, ich habe es mir notiert, um Hilfe bitten. Deine göttliche Führung. Und wenn du jetzt zuschaust und bist bislang mit diesem Reading in Resonanz gegangen, dann bitte deine göttliche Führung um Unterstützung, dich aus einer Situation zu befreien, die dir nicht gut tut, ja? Die dich in einer Stagnation in deinem Leben hält, die dich auch blockiert an deiner Weiterentwicklung, ja? Daraus darfst du dich befreien. Und deine göttliche Führung ist bei dir. Und wenn es für dich um die Liebe geht, ich zeige euch gleich die Klärungskarte mit, denn da war ich auch wirklich mehr als erstaunt. Es fiel aus dem Rider-Waite die Königin der Kelche und aus dem Crystal Vision der König der Kelche. Ich nehme das nicht als Paar wahr, das bist du. Ja, wenn du als Frau guckst, bist du die Königin der Kelche. Wenn du als Mann guckst, bist du der König der Kelche. Es geht nämlich auch hier bei diesen beiden Karten um Ausgleich. Du darfst jetzt deine männlichen und weiblichen Anteile in dir zum Ausgleich bringen. Luftzeichen tendieren manchmal dazu, das kennst du wahrscheinlich von dir selber, so ein bisschen mehr den männlichen Aspekt des Aktivseins zu leben. Ja? In welche Richtung auch immer. Luftzeichen sind so ein bisschen Macher, ja? Die wollen handeln. Die handeln manchmal auch ein bisschen unüberlegt, vorschnell, soll natürlich überhaupt keine Verallgemeinerung sagen. Ich rede jetzt nur aus meiner Erfahrung in den vielen Jahren, in denen ich diese Legungen mache, die Readings für euch. Einfach ist es so ein bisschen diese Energie von Luft. Ja? Und hier fordert dich eigentlich die göttliche Führung dazu auf, auch mal diesen weiblichen Aspekt des Empfangens in dir zu stärken. Wirklich zu sagen, ich muss jetzt nichts tun. Ja, wenn sich hier jemand anders vielleicht von dir verabschiedet oder bestimmte Umstände zu Ende gehen, bleibe in der Mäßigkeitsenergie, bleibe bei dir, schau nach deinem Frieden, handle nicht vorschnell, handle nicht impulsiv. Ja, Luftzeichen neigen auch manchmal dazu, so Feuer zurückzugeben, ja, wenn es irgendwo brenzlig wird. Du sollst deinen eigenen Kelch auf deinem Schoß behalten und ihn für dich selbst mit Liebe füllen. Ja, das ist der Rat deiner göttlichen Führung. Und es könnte jetzt nichts besser dazu passen als die Unterseiten der Decks, denn das Ass der Kelche, das ist die Liebe Gottes. Ja, und die ist in diesem Reading so präsent gewesen, meine Lieben. Ihr seid von eurer göttlichen Führung so sehr geliebt und unterstützt. Nehmt die Zeichen ernst, die sie euch senden. Glaubt eurer Intuition, vertraut darauf. Eure göttliche Führung möchte euch aus dieser Teufelsenergie zu befreien, egal was es jetzt auch ist für dich. Ja? Ganz, ganz wichtiger Aspekt jetzt in der zweiten Maihälfte. Und zu wissen, dass für dich einfach nur noch Verbindungen, und das ist ganz gleich welcher Art, in der Liebe, am Arbeitsplatz, in Freundschaften, nur noch Verbindungen in Frage kommen, wo du das Gefühl hast, die beruhen auf Ebenbürtigkeit, ja? Denn wo der Teufel herrscht, ist nie Ebenbürtigkeit, ja? Der Teufel nimmt, der gibt nicht. Aber die zwei Kelche besagen, du wirst verinnerlichen, dass du es wert bist, dass du auch empfangen darfst. Das ist der Grundtenor dieses Readings. Und wenn dir das gelingt, wirst du dich von selbst aus diesen 8 Schwertern befreien, denn dann bist du nicht mehr gefangen. Denn du befindest dich dann nicht mehr in ungesunden Abhängigkeiten, hast nicht mehr das Gefühl, du müsstest jemandem deinen Kelch sozusagen hinterher tragen, sondern du weißt, was du zu bieten hast. Ja, vergiss nicht, du bist ein Geschenk. Und das möchte dir deine göttliche Führung mitteilen. Ja, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zusehen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr in Resonanz gehen konntet. Und Micha und ich bedanken uns an der Stelle herzlich für jede Unterstützung unserer kostenlosen YouTube-Videos hier. Wir wissen das wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen und freuen uns, für euch da zu sein. So wünschen wir euch jetzt natürlich eine schöne zweite Maihälfte und sucht den Kontakt zu euren Schutzengeln, ja. Ich habe wirklich in dem Reading war die göttliche Führung so präsent wie selten in einem Reading. Ihr habt die Möglichkeit, Führung zu erleben. Ihr müsst nur darum bitten. Also meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis bald, die Uli.